Aha. Okay, jetzt geht's. Also, hallo und herzlich willkommen zu Cyberpunk. Wie ihr seht, ich sehe anders aus. Ich habe jetzt ein bisschen was rumgespielt. An den Waffen und so weiter und so fort. Jetzt haben wir hier. Hier haben wir episch, hier haben wir episch, hier haben wir episch gemacht mit epischen Sachen. Und hier habe ich selten konisch. Schuhe müsste ich eigentlich ein bisschen mehr. Ich habe die Waffen ein bisschen aufgepimpt und so weiter und so fort. Ja, genau. Und ich stehe jetzt immer noch hier mit drin in der Wüste. Ich habe jetzt nämlich was vor, weil ich mir gedacht habe, machen wir es einfach mal. Wir werden jetzt erstmal zu dem äußersten Teil fahren. Das ist hier. Hier ist eine Grenze, die ich nicht passieren kann. Ich glaube hier. Hier ist eine Grenze. Ich mache jetzt mal hier. Wollen wir erstmal hin. Und von da aus gehen wir zu Fuß zum anderen ändern. Aber wir werden jetzt erstmal hier mal Richtung Straße wandern. Also ich habe das schon mal ein bisschen ausprobiert gestern Abend. Deswegen spiele ich das jetzt mit euch nochmal. Es war sehr interessant. Und ich fand es eine geile Idee. Den machen wir jetzt mal einfach. So, jetzt sind wir schon mal auf der Straße. Jetzt holen wir uns mal gerade unser Fahrzeug. Ah, da ist es. Ist es nicht. Ja, endlich. Also irgendwie reagiert er nicht momentan. Auch gerade wieder Aufnahme, da habe ich auch gerade so ein bisschen so, naja, Regie. Fährt er gerade mein Motorrad weg? Der fährt gerade mein Motorrad weg. Guck da hinten. Oder? Und jetzt schwebt es. Jetzt schwebt es nicht mehr. Hallo? Da endlich kommt's. Das ist wunderbar. Hey, was ist denn hier los? Ey, jetzt bin ich bescheuert. So. Steigen wir mal auf. Na, dann machen wir hier das an. Ja, endlich. Jetzt fahren wir erstmal zum äußersten Ende. Das Geilste ist, zeige ich euch jetzt auch mal. Das habe ich auch gesehen. Naja, der Übergang von Straße zum Reifen, das sieht sehr merkwürdig aus. Kann das sein? Das habe ich auch so ein bisschen gestern festgestellt. Neutralisiere die Täter und so lassen wir jetzt mal ganz außen vor. Gucken, ob ich das genauso hinkriege, wie ich das gemacht habe. Ich habe zwar eine Aufnahme gestartet, aber da habe ich nicht gesprochen, deswegen fand ich das ein bisschen blöd. Sag ich mal ganz ehrlich, aber wir werden das nochmal. Ich habe gedacht, soll ich das hochladen? Nein, wir machen es anders. Wir machen das doch mal. Ich glaube gar nicht, dass man hier kein Willi machen kann. Heute Abend spielen war GTA, das wird ihr dann sehen, wenn eine GTA-Folge rauskommt, wisst ihr ja genau, zu dem Zeitpunkt hat das gespielt, guck mal hier, ich schalte mal an, hier ist voll die Grenze, guck mal hier, und hier sind so Grenzpatrouillen, das brennende Auto, das hat versucht hat hier durchzukommen, auch geil, wir werden ein bisschen jetzt schwer zu Fuß gehen, von einem anderen zum anderen, mal gucken, ob wir es hinkriegen, und dann werden wir gucken, was wir noch hinkriegen an, so, jetzt guck mal hier. Seht ihr, was hier ist? Das ist voll hier die Grenze. Und wenn ich jetzt dahin fahre. Und ich speichere hier mal ab. Wenn ich hier hinfahre, werde ich abgeknallt. Also, wenn ich jetzt hier. Grenzübergang. Gucken, ob das noch mal
geht, was ich gestern gemacht habe. Die haben voll den Totenkopf drauf, ey. Hey, der nächste Feuer angezogen, den Schuhen ziehen wir raus und durchsuchen ihn. Willst du gefeuert werden? Wir können die nicht beklauen. Stadtrand. 4 Tage in der Gosse. Aber hey, die Wunde hat lauter Insekten angezogen. Also hatte ich wenigstens was zum Knabbern. Naja, jetzt redet ihr leider nicht mehr weiter. Ich habe einen Fehler gemacht. Egal. Auf jeden Fall, die haben voll die, Totenköpfe drauf. So, jetzt sind wir jetzt hier. Jetzt renne ich wieder dahin, wo ich war. Ich bin nämlich hier direkt in diese Ecke gelaufen. Das ist also fast die äußerste Ecke. Ich denke mal, das ist fast die äußerste Ecke. So, da war ich hier. No. Du. No. So, das ist die äußerste Ecke. Und dann habe ich mir gedacht, nur die ist die äußerste Ecke ungefähr. Ja. Normalerweise hier irgendwo, aber das wollen wir nicht hin. Der werde ich getötet. Und dann gehen wir hier durch die ganze Stadt durch und hauen uns dann hier in die Ecke hier. Oder? Genau. Dann gehen wir hier komplett durch. So, jetzt gehen wir mal hier entlang. Hier auf jeden Fall, hier ist voll die Grenze. Ey, hammerkrass. Und dann haben wir hier ein Industriegebiet. Und dann habe ich gedacht, was ist das? Also hier ist voll das Industriegebiet. Hier. Ne? Aber hier hängt man hier, rettet die Person hier, da haben wir hier noch was. Das ist krass, hier ist noch irgendwas noch drin. Das werden wir jetzt alles noch erstmal erfahren. Rettet die Person, das habe ich auch gemacht. Da habe ich aber lange für gebraucht und nachher habe ich rausgefunden, warum. Ich hätte es anders machen können. Wir gehen jetzt einfach mal hier so ein bisschen entlang. Aber ist cool, ne? Einfach mal herkennen und dann finden wir hier ein Polizeiauto. Das war genau wie gestern. Ja. Aber hier liegt was, siehst du das? Also muss man irgendwie trotzdem hierher gehen, um ein Auto zu finden und dann hat man hier was Cooles. Guck mal hier. Da. Taktischer Militärhelm. Einfach hier hingelegt. Ein Gespräch. Officer, hey, guck mal. Riecht gut. Okay. Gehen wir mal weiter. Wir retten nämlich jetzt mal die Person. Da gehen wir nämlich jetzt hin. Triff dich mit Hanako im Embers. Mensch, das wäre fast auch in der Nähe da, wo ich hin will. Im Prinzip eigentlich ja, ne? Ja, ja, gut. Nur hier gehen wir dann hier entlang, statt hier zu Hanako. Ja. Schauen wir mal, ob wir das machen. Komplett. Dann bin ich hier reingegangen. Voll das Auto hier. Genau, dann bin ich hier reingegangen. Aber man sieht hier nicht viel. Aber ich bin hier so hier reingegangen. Biotechniker. Sind zwar ein paar Dinger hier, aber man findet hier nichts. Also
auch alles zu. Hier ist alles zu, als wenn hier noch irgendwas passiert. Ist alles dicht hier. Voll die rauchenden Teile hier. Ja, laufen ist blöd. Wir gehen mal ein bisschen zu Fuß. Guck mal, die haben Entwickler sich echt was einfallen lassen. Jetzt hier links gegangen, rechts gegangen, nicht links. Links ist ja auch alles dicht. Nehmen wir hier rechts. Mensch, ich bin doch ganz woanders hergegangen. Weiß ich doch gar nicht. Ach ja, hier ging es weiter. Genau, hier bin ich entlang gegangen, stimmt. Hier war es so cool, hier war alles so, guck mal hier, voll hier am Pfeifen das Rohr. Geil. Hier so, oh, voll den Nebel. Total geil. Hier, alles so hier matschig. Total krass, ey. Der Müll steht hier auch rum. Da habe ich gedacht, ah, eine Türe. Nein. Da kann man nicht entlang. Da bin ich hier oben drauf, aber da geht's nicht weiter. Dann hakt man fest. Dann hakt man fest. Aber gestern gehen wir einfach weiter. Gar nicht richtig. Ich find's cool, oder? Ein bisschen zu entlang zu gehen hier, auch hier so. Der Strom. Geil. Hier müsste man mit dem Auto mal entlang fahren. Einfach mal gucken. Jetzt gehen wir hier so weiter. Ist zwar auch eine Tür, aber hier kommt man auch nicht rein. So, gleich werde ich angerufen. Jetzt werde ich anrufen. Hey, ich brauche deine Hilfe. Ich habe Kontakt zu Benedict McAdams Fahrer verloren, der ihn aus der Stadt bringen sollte. Geh zu den Koordinaten und sieh nach, was da los ist. Anbei findest du mehr Infos. Na gut, dann nehme ich mal Z. Ziemlich zügig. Und die Mission verfolgen. So, begib dich da zu dem Haus. Wie man sieht, wir haben jetzt hier viele Granaten. Hier, da und da. Und doch, das sind so Minen. Also gehen wir hier da nicht entlang. Gehen wir da nicht entlang. Sondern gehen hier entlang. So, was wir jetzt machen ist, hier ist auch ein Teil. So, hier ist ein Teil. Den schalten wir erstmal aus. So, da machen wir erstmal ausschalten. Das ist das Ding schon mal aus. Und dann haben wir hier hinten so einen Typ. Das ist der Typ. Und hier machen wir Systemlöschung. Ah, nicht ganz. Noch nicht ganz kaputt. Kommt los. Ah, den muss man anders killen, weil der killt uns hier ohne Ende. Beach Control. Nochmal Beach Control. Schluss.
Seid bereit! Den hatte ich letztes Mal viel, viel schneller. Irgendwie. Ja, der Typ ist scheiße. Gehe ich doch nicht so, wie ich jetzt letztes Mal gekriegt habe. Der hat mit Systemlöschung habe ich den bekommen, aber keine Ahnung warum. Nee, da krieg ich den nicht mit. Warum? Den hat ich für Fake. Doch, er ist down. Siehste? Doch nicht recht. Ah, wunderbar. Boah, das war ein. Keine Sorge, hier ist nichts mehr. Aber hier werden wir noch ein bisschen was looten. Weil hier ist auch noch schöne Sachen drin. Ey, da habe ich bestimmt 20 Minuten für gebraucht, für den Typen. Wie gesagt, das wird jetzt eine Folge, die ich noch nicht blind habe. Aber danach kommt wieder blind. Wir machen das jetzt so, wie wir es letztes Mal hatten. Die Gesprächsnotiz. Wie gesagt, wir müssen hier jemanden rausholen. Ich muss mal gerade was trinken. Aber finden doch gute Sachen. Hier draußen noch was. Ah, ihr müsst aufpassen. Warte mal, ich muss mal gerade speichern. Ich muss nämlich aufpassen. Ich bin nämlich Minen. Es sind noch ein paar Minen, die hier rumliegen. Ich muss mal echt aufpassen. Das ist ein schönes Turm. Naja, gut, gehen wir jetzt mal. Weiter, jetzt haben wir hier noch was. Ja, das mit dem stolzen Besitzer, das haben wir auch schon mal gehabt, glaube ich. Hier haben wir noch was. War doch noch was. Hier war nichts mehr. Ja, anscheinend nicht. Machen wir hier die Tür auf. Wie man sieht, hier geht's runter, aber wir müssen erstmal hier rein. Genau, jetzt haben wir hier noch was. Zugriffschip. Aha, Zugriff gewährt. So, genau, das braucht man nämlich. Jetzt haben wir hier noch ein bisschen Munition. Gewehre. Dann haben wir mal hier jetzt Munition. Hier haben wir auch noch was Schönes. Und hier haben wir was Schönes. Also hier ist echt was Cooles gebacken noch. Name Benedict McAdams. Auslebung tot, lebendig, tot oder lebendig? Lebendig. Belohnungsebene A. Okay. Haben wir alles? Haben wir so alle. Ja, hier noch Badezimmer. Genau. Hier noch Pisten so mit Kakerlaken. Die Kakerlaken, die sind nicht so ganz am Boden.
Schade eigentlich. Ach hier, da habe ich noch was. Was nehmen. Da ist auch noch was. Bänder hier, immer Munition, immer mit. So logisch. Haben wir alles. Radio noch. Okay, so, jetzt können wir nach unten gehen. Jetzt gehen wir hier runter. Und dann steht hier, Zugriff gewährt. Aber wir kommen nicht rein, warum auch immer. Also wieder zurück, wieder nach vorne. Jetzt geht's her. Und dann... Ah, du bist neu. Bellytech investiert wohl in junge Talente. Na? Du willst mich wohl auf einen Ausflug mitnehmen, hm? Warum wollte Militech dich abwerben? Was? Du weißt nicht Bescheid? Dieser korrupte Stadtrat McLean. Militech hat ihn gekauft, ihm seine Gesetzesentwürfe geschrieben. Ich hab den Wichser umgelegt. Aber jetzt suchen sie verzweifelt nach einem Sündenbock, damit das NCPD keine Fragen stellt. Wie man das als anständiger Bürger macht. Mhm. Und wenn sie schon dabei sind, wird mir Militech noch alles Mögliche anhängen. Aus lauter Verzweiflung über die Anschuldigungen werde ich mir dann wahrscheinlich das Leben nehmen. Oh, mein Beileid. Der Kurta schickt mich. Scheiße, echt? Und das sagst du mir erst jetzt? Mann, ich hasse das. Meine Todesangst zu überspielen und so. Moment, hier war doch noch was. Ach ja, hier. Hast dich schlau angestellt. Mann, wie dieser Depp mir an den Lippen hing. Hat sogar die Knarre hinten im Gürtel getragen, wie ich. Okay, bringen wir dich hier weg. Oh, Scheiße. Als hätte ich meine Beine ewig nicht benutzt. So, auf geht's. Ben bringt zum Fett, zum Ding, immer zum... Bringen wir hier mal hier entlang und dann steigen wir in das Auto ein. Jetzt warten wir, bis der eingestiegen ist. Ach, ist der schon drin? Die Kamera wechseln, hatte ich schon mal gerade gucken. Ja, ist er schon drin. Ja, wollen wir mal fahren. Das Ding ist Hammer. Was mir in dem Keller gefehlt hat? Alk? Kicken? Melonen. Die süßen Honigmelonen, die Dakotas Leute aus dem Genetikmischung. Ich brauche immer zwei. Meilen besser als jede Sintmelone. Okay. Ich saß da und dachte, was würde ich jetzt für so eine süße, süße Melone geben? Natürlich hat das Jason nicht gekümmert. Arsch. Ach komm, weißt du was? Fahren hier mal durch die Karpaten. Ah. Aber was Geiles geschossen irgendwie. Hier war irgendwie Einfahrt. Hier entlang. Ey, wie kann man jetzt hier rein? Hier war doch eine Türe, wo wir reinfuhren. Hier ist die Einfahrt. Hier warten, da warten wir mal eine Runde. Stand auf dem Auto, aber egal, da kommt er. Hey, McAdams, hier drüben! Starkey, das ist Jahre her. Siehst scheiße aus. Bin gerade unpässlich. Du wirst mich wohl chauffieren müssen. Wie? Dakota schickt gerade deine Bezahlung.
Pass auf jetzt. Nova, danke. Halt die Ohren steif. 8500. Geil, ne? 8580. Ja, dann tschüss, ne? Habt ihr Informationen, dass Benedikt sicher hoffentlich hat den Fahrer diesen. Ja. Macht der Fahrer mal keinen Fehler. Die steht jetzt hier rum. Der hat er letztes Mal auch gemacht. Guck mal. Ja. Kannst du es? Er kann's. Na, fährst du jetzt? Tschüss. Cool, oder? So, jetzt bin ich. Jetzt bin ich hier durchgelaufen. Hier hinten ist so ein Haus. Da bin ich hingelatscht. Hier, da. In dem Haus bin ich gelatscht. Na, hier. Das Krasseste an dem Haus ist. Das schwebt, ne? Ja. Verschlossen. Hier hast du nämlich hier unten, kannst du rein. Aber leider gewaltsam öffnen. Hier. Il von 13. Also, hier ist bestimmt irgendeine coole Sache drin. Bestimmt eine coole Sache. War hier nicht irgendwas? So, also. Jetzt sind wir aber. Ich möchte mal gerade überlegen. Zu dieser Straße gelaufen hier, ne? Ja, genau. Jetzt muss ich jetzt mal hier zu der Straße laufen. Mal gerade gucken. Genau. Richtig, genau. Hierhin muss ich. Hier bin ich hingelatscht. Müssen erstmal hier runterlaufen. Am besten hier richtig. Machen wir hier mal. Ah, Charakter. Wir machen hier Konstruktion. Das habe ich, glaube ich, gemacht. Genau. Und dann bin ich hier rüber und dann habe ich. Bring die Ausdämmer blockieren. Okay, hier, den hier. Genau, den habe ich gemacht. Ermöglicht dir beim Tragen eines Gegners zu springen. Ermöglicht das Schießen beim Sprinten, Rutschen und Klettern. Genau. Das habe ich gemacht. Okay, ist egal. Was ich jetzt auch gemacht habe, ist jetzt egal. Wir gehen jetzt mal hier so. Dann bin ich mal hier so entlang gelaufen. Werden jetzt mal ein bisschen latschen. Guck mal, wir haben schon 29 Minuten und haben schon eine Sache erledigt, die wir einfach gefunden haben. Aber es wird doch besser. Eigentlich, Moment, ich will mal gerade was gucken. Wobei eigentlich. Nee. Die Dinger sind vorhanden. Hier ist auch. Das habe ich auch gemacht. Ah, okay. Die Dinger sind echt vorhanden. Ah, alles klar. Also brauche ich eigentlich im Prinzip nur. Nee, ich will zu Fuß gehen. Ach, die steht da drin. Ja, jetzt, das ist die. Die habe ich auch gesehen. Die steht hier, eine Tussi. Oder ist das die nicht? Nee, das ist ein anderer. Keine Ahnung.
Schade, ich hätte ein Auto nehmen sollen noch. Ah, naja, gut. Wir laufen da mal hin. Wir laufen da hin. Komm, wir laufen da hin. Weil ich zeig mal, ich hab nämlich da was gemacht. Das fand ich auch nicht gar nicht mehr so schlecht. Wie gesagt, ich hab das alles aufgenommen, aber alles ohne Sprache. Guck mal, die hängt im. Kannst nicht fahren, hier hängt alles fest. Kontrolle übernehmen, ne, jetzt wollen wir ja nicht. Ach, ne, jetzt ist ein anderer Tussi. Ulle! Die hat gesagt, oh, bist du ein Schnuckelchen. Also ändern die immer die auch die Charaktere. Okay. Da war es aber spät abends, wo ich hier hergelaufen bin. Aber ich glaube, hier wird schon Nacht. So, jetzt sind wir hier. Ist das Teil? Pass auf, jetzt zeige ich euch dann mal was. Man spielt ja immer hier vorne. Da denkst du immer so, ach ja, hier geht man so rein und so. Aber man muss ja auch mal andere Sachen sehen. Also geht man jetzt hier. Okay, hier war ich auch noch nicht drin. Aber wir gehen jetzt erstmal da, wo wir waren. Hier entlang. Ne, das machen wir jetzt mal hier anders. Ich guck nochmal gerade hier, was ist hier? Toilets. Oh, hier kommen auch noch Sachen hier. Zum Beispiel hier. Eine Fresstüte. Irgendwas Medizinisches. Dann haben wir hier noch so. Jede Menge Zeug. Man will jetzt nicht meinen, aber es ist so. Damit ich hier noch schnappen kann. Mensch, hier war da noch was. Da. Habe ich alles gar nicht aufgerufen. Habe ich gar nicht gesehen. Heftig, heftig. Aber hier ist auch eine Tür noch. Hier ist auch eine Tür. Öffnen. Kann man nicht öffnen. Okay. Hier ist auch noch was? Nein. Dann gehen wir hier mal nach oben, was das hier ist. Ich glaube, hier bin ich in dem Teil, wo ich letztes Mal drin war. Okay. Geil, ne? Oder? So viele Sachen, Euro-Dollar. Nett. Okay, komm, ich muss. Na, jetzt haben wir hier alles schon mal ausgeräumt. So. Jetzt gehen wir mal hier rauf. Okay. Ja, ist das super. Hier war ich auch noch nicht. Gehen wir hier raus. Dann gehen wir hier runter.
haben auch noch wieder ein paar Sachen gehascht. Dann gehen wir hier hoch. Hier gehen wir hoch. Gibt es nämlich noch mehr. Sind wir hier also auf dem Dach noch, ne? So, jetzt gehe ich mal hier runter. Hier runter. Exit. Guck mal. Ach ja, genau. Hier war ich, genau. Und dann habe ich jetzt hier so gemacht. Ah, ne, warte mal hier. Sind wir hier auf diesem Dach hier teil? Mensch mal. Bin ich hier noch entlang gegangen? Ja, hier. Hier bin ich runter. Genau, hier bin ich runter. Hier war das. Genau, hier bin ich runter. So, jetzt habe ich gedacht, oh, was ist das denn hier? Hier sind die Geschäftsräume, aber wir kommen in den 4. Lass mal gerade gucken. Genau. Und dann haben wir aber hier noch coole Sachen. Da und da. Wo wir jetzt ihn anquatschen. Hier haben wir auch noch was. Und auch was Cooles. Dann haben wir hier was Cooles. Aber jetzt reden wir mal mit dem. Du hast nach dem Besuch von Kang Tao schnell wieder aufgeräumt. Schnell? Sowas passiert in den Badlands jeden Tag. Ich hatte mal eine ganze Bande Race hier. Auf der Flucht vor den Aldecaldos. Hab mich sogar kurz als menschlichen Schild benutzt. Seitdem bin ich für alles und jeden bereit. Hast du noch andere Kunden? Außer Nomaden? Wer kommt denn sonst noch vorbei? Die wenigsten Familien machen heute noch Roadtrips. Und in Night City kommt man leichter an gute Waffen. So, jetzt kommen wir folgendes. Ich brauche ein paar Knarren. Dann bist du hier richtig. Mal gerade gucken, ob der das Geneigte hat, wie letztes Mal auch. Da hat sowas hier, macht Schaden. Nicht tödlich, das ist der Gegner. Ungewöhnlich. Selten. Das hab ich aber folgendes gemacht. Ich habe verkauft. Nämlich die ganze Kacke hier habe ich verkauft. Das machen wir hier nach. Mache ich jetzt genauso. So, pass auf. Hallo. So, verkaufen wir. Verkaufen wir das. Verkaufen. Ich habe alle ungewöhnlichen mal verkauft. Machen wir nochmal. Der Felix macht in meinem Rücken irgendwie ganz komische Sachen. So, hier das habe ich verkauft, das und das und das. Dann habe ich hier noch, hier Sachen, mal hier alles, die so gewöhnliche Dinge hier. Ja, die habe ich alle verkauft. Weg mit dem Dress. So, und so. Nur gucken, dass ich jetzt kein ungewöhnliches verkaufe. So, so. Hier nur diese gewöhnlichen Dinge. Jawohl, weg damit. Das ist Blödsinn. Ja, ja. Okay. Das sind gewöhnliche Sachen, die will ich gar nicht mehr haben. Und wir haben ein bisschen mehr Geld jetzt. Ein bisschen mehr Kohle. Und so. Hier zum Beispiel Preis von oben ansteigend. Ich habe jetzt hier
hier ist auch noch, guck mal hier, jetzt haben wir richtig viel Kohle hier. Da ist richtig viel Kohle, das Zeug hier da oben. Oh. Okay, hier weiter. Hier weiter. Hier weiter. Hier weiter. Ich habe jetzt alles einfach, diese gewöhnlichen Dinge habe ich einfach verkauft. Gewöhnlich hier. So, jetzt haben wir hier über da, so. Jetzt kommen wir hier zu denen. So. Wir werden ja noch so viel, also ich benutze die eigentlich gar nicht, ey. Deswegen können wir die alle verkaufen. Ist zwar jetzt, pass auf, machen wir gerade Pause. Ich hoffe es, dass ich jetzt keinen Fehler mache. So, jetzt habe ich alle die ungewöhnlichen habe ich verkauft. Was haben wir noch hier? Oder hier? Das ist alles okay. Das sind Waffen. Haben wir noch die hier? Aber Messer. Können wir den noch verkaufen? Den verkaufen wir einfach mal. Den haben wir jetzt auch mal verkauft. Dann haben wir hier noch Klamotten. Dann habe ich hier den verkauft. Den verkauft. So, den noch verkauft. Dreh weg damit. Dann haben wir hier auch wieder so die Sachen habe ich alle weg. Dann haben wir hier die, aber die habe ich jetzt nicht verkauft. So. Guck mal hier, die Granaten und so, das lassen wir lieber. Ich muss mal gerade was gucken nochmal. Was hat der hier gehabt? Ist alles so gewöhnlich. Nur. Das Einzige, was ungewöhnlich ist, der hier. Scan die umgeben sie lang und okay, finde ich ein bisschen bescheuert. Dann haben wir hier, ich gucke nochmal gerade, was haben wir hier? Hier haben wir so ein Teil. Ja, haben wir. So ein Teil haben wir auch. Brauchen wir nicht. So ein Teil. Den kaufen wir. Den haben wir noch nicht. Aber den haben wir. Den haben wir. Das ist das, was ich verkauft habe. Okay. So. Jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich mich hier noch was gefunden. Genau, den konnte ich nicht nehmen. Mal wieder. Dann habe ich hier noch was gehabt. Dann sind wir hier hingegangen. Hier war auch was Geiles. Guten Tag. Hey! Ja, was stehst du mir beim Weg, du blöde Sack, du? Scharfschützenmunition, wunderbar. Gucken wir nochmal. Hier haben wir noch hier noch Zeug. Ich habe jede Menge Zeug noch hier. Friedenspfeife, cool. Gewehr. Aber ich glaube, hier geht es nur raus. Ja, hier ging es nur raus. Da war aber nicht. Doch, hier hinten. Genau, hier hinten war noch was. Haha, stimmt. Krass, oder? Ja, hatte ich, glaube ich, dann nicht gefunden gehabt. Geht zwar eine Treppe hoch, aber da ist auch nichts, oder? Doch, da war auch was. Stimmt, da war auch was. So, hier geht's hoch. Hier war auch was. Da. Genau. Eine Waffe. Und hier. Cool, ne? So. Der war hier nicht. Aber da war hier. Hier war auf jeden Fall eine Waffe, ey. Total Hammer. Jetzt gehen wir mal wieder rein. Weil wir hier sind wir noch nicht durch. Sind wir noch nicht durch. So. Im Laden, aber da wollen wir noch nicht hin. Wir wollen jetzt erstmal hier rüber. Ey, hab ich nicht gerade noch was gesehen? Nee, das war nicht. Öffnen wollen können wir nicht. Gehen wir hier entlang, hier entlang, hier entlang. Nee, dann hier sind wir dann hinter dem Teil. Kommen wir hier noch zum Hotdog. Können wir mal lecker essen. Brauchen wir nicht immer alles zu schnappen, wir können es auch mal essen. Hier können wir mal trinken. Lecker, lecker. Trinken wir auch mal. Gab's hier was bringen, liebe Lady? Geschnarcht wird hier nicht.
hier war ja noch was, stimmt. Die Ladies waren gar nicht da letztes Mal. Ah, jetzt. Was läuft in der großen Welt? Kacke alles. Okay, jetzt gehen wir hier mal weiter. Ja, was haben wir hier? Was haben wir hier? Was haben wir hier? Da steht auch noch was. Drei Dinge. Hier geht das rein. Da waren wir auch drin. Jetzt können wir hier nochmal gucken. Hier war auch noch was, meine ich. Ah, hier bin ich letztes Mal nicht dran gekommen. Krass. Heftig, ne? Was man ja noch findet, ey. So hammerkrass. Ich glaube, hier geht's jetzt zu dem anderen. Ich komme nicht rein, aber hier waren wir jetzt schon. So, jetzt, das war's, ne? Ja, mehr haben wir nicht. Hey, du da! Ja, du, ich rede mit dir! Bist du rundum zufrieden mit deinem Leben? Lass mich raten, pappige Sojachips, rostiges Leitungswasser und schon wieder ein grausiger Mord vor deinem Schlafzimmerfenster. Grausamer Mord vor deinem Schlafzimmerfenster. Heftig. So liegt hier so eine Waffe einfach rum, ne? Das ist aber hammerkrass. So, was haben wir hier noch? Ho. Und jetzt so ein Gewehr. Schrotflinte. So. Und soll ich euch was sagen? Wir machen jetzt hier Schluss. Ich danke fürs Zugucken. Seid wie gewogen. Bis zum nächsten Mal bei Cyberpunk. Bis dann. Ciao. Mit V. Wir machen weiter. Es wird noch cool. Es wird noch cool. Wir haben gleich schon Gemetzel vor uns. Alles klar. Tschüss.